Das war wohl nichts. So, wieso ist das C4 jetzt nicht explodiert? Ach, das hat keine Verbindung mit der Batterie. Moment noch. Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? So? Ja. Respekt. Vorsicht, Schwerlasttransport. Lege die Abrissbirne auf dem freien Wagen ab. Lasse den Motor des Zeppelins starten und den Zug ganz nach rechts fahren. Also gut, das Brett kommt hier hin. So hin. Also wir brauchen hier noch die Abrissbirne. Probieren wir mal. Achso, wir müssen den Roboter noch fahren lassen. Der Rest sollte ja stimmen. Wie? Du kapitulierst? So? Fehlt bloß noch der Zeppelin-Motor. Aber den kriegen wir auch noch. Nein, das war ein bisschen zu spät. Machen wir einfach die Schere noch ein bisschen runter, dann bleibt der Zeppelin noch ein bisschen länger stehen. Aber jetzt. Das gibt's ja nicht. Das war mir schon vorher klar. Aber jetzt. Auch nicht. Tja. So rum? Ja. Nein, jetzt geht der Roboter dich dann. Ich hoffe, du unterbrichst nur wegen eines dringenden Telefonats. Das müsste es gewesen sein. Was denn? Lege die Abrissbirne auf dem freien Wagen ab. Ja, habe ich doch. Zeppelin starten und den Zug nach rechts fahren. Nur weil jetzt der Toast im Weg war, oder was? So vielleicht. Warte. Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Na, wenn das mal gut geht. So, aber jetzt. Weiter. Wer soll sich bei diesem Jahrmarkt Radau konzentrieren können? Na wartet, ich werde euch den Spaß etwas vermiesen. Deshalb hier meine Aufgabe für dich, alle Ballons fliegen zu lassen. So, wir haben Scheren. Die wahrscheinlich hier an die Ballons kommen. Und wippen. Moment, da fällt mir was ein. Wenn der hier fliegt, der schießt ja hier durch, schießt hier durch. Nein, Moment, wenn der schießt, dann brauchen wir die gar nicht. Aber die hier können wir ausnutzen, die hier können wir ausnutzen. Die kommt dahin, die dahin, die dahin, die so hin. Einmal drehen. Und zwar, wenn der hier auslöst, mit dem Seil hoffe ich. Wippt das hier nach oben, das nach unten und so weiter. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Und das drückt hoffentlich hier die Schere zu. Der Pfeil schießt. Das hier müssen wir noch drehen. So hin.
das Ganze kommt dann hier hin vielleicht. Drehen. So könnte ein Schuh draus werden. Warte, ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Gut, einen hätten wir los. Probieren wir mal. Nein, das reicht nicht ganz. So, zwei haben wir los. Fehlt uns hier noch die Wippe. Wie? Du kapitulierst? Was ist, wenn wir das Seil einfach hier dran festmachen? Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk. Okay, Moment. Die fliegen hoch. So viel ist klar. Können wir auch mit einer zwei machen? Ich hätte nämlich Verwendung hier für die Wippe. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Das funktioniert also auch. Jetzt geht ein Genie ans Werk. Und dann könnten wir ja mit dieser Wippe Nein, könnten wir eben nicht. Oder? Klappt das so rum? Und wenn wir es drehen? Na, wenn das mal gut geht, so wird das nie etwas. So rum? Du gibst schon auf? Das dreht sich auf jeden Fall. Das nach oben. Das nach unten. Das hier nach oben. Das nach unten. Und dann sollte es, hoffe ich, so passen. Du gibst schon auf? Auch jetzt dreht es nicht mehr. Wo ist mein Helm? So. Moment. So wird das nie etwas. Das dreht so rum und das kann ich ja eigentlich verbinden, oder? So wird das nie etwas. Wie? Du kapitulierst? Na, ich möchte bitte die Schere drehen. Danke. Na, wenn das mal gut geht. Na komm, schneid den Ballon los. Na, wenn das mal gut geht. Dann zeig mal, was in dir steckt. Noch ein bisschen. Das war wohl nichts. Das möchte nicht so ganz. Auf geht's. Das war mir schon vorher klar. Immerhin, wir haben schon mal zwei. Okay, Moment, wenn das hier so umdreht, dann könnte es doch. Könnte das funktionieren? Na, wenn das mal gut geht. Ich möchte, dass das hier hochdrückt. Wie? Kapitulierst? Das will aber nicht hochdrücken. Auf geht's! Ja, na gut. Ziehen wir das Ganze hier nochmal weg. Müll. Wir können die Schere hier mit verbinden. Aber ob das was bringt? Kapitulierst? Gut, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, wir sollten bloß alle fliegen lassen und nicht hier platzen lassen. Warte. Jetzt aber. Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen.
Sicherheit geht über alles. Das Haltbarkeitsdatum dieses Nitros ist leicht überschritten. Wer konnte denn ahnen, dass mein Großeinkauf von 1960 bis heute noch ausreicht? Und deshalb spreng es vorsichtshalber. Batterie. Was war das nochmal? Ach ja, ein Gravitationselement. Mehr geht ja nicht. Können wir die... Achso, wir haben Haken. Dann einer hier hin, einer hier hin. Kann das hinkommen? Ungefähr. So. Bombe. 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 Gute Frage. Ach, die Bomben zünden nicht. Ach, wir haben sogar zwei Brenner. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Na, dann mach mal den hier und mach mal den hier. Dann zeig mal, was in dir steckt. So, die oben hat verfehlt. Mist, immerhin schon mal das Nitro getroffen. Nein! Minimal. So wird das nie etwas. Wie wär's mit weiter weg? Auch nicht. So wird das nie etwas. Tiefer? Warte. Kommt das hin? Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. Das war mir schon vorher klar. Nicht ein bisschen tiefer? Das war mir schon vorher klar. Ja, das Nitro ist ein bisschen doof. Das war mir schon vorher klar. Ja, das war dir schon vorher klar. Wir wissen es jetzt. Na, wenn das mal so geht. Alter, die Flasche könnte doch mal bitte in die Luft fliegen. Die Idee stimmt doch. Bloß stimmt der Winkel nicht. Wie? Du kapitulierst? Nein, tue ich nicht. Na, na. Schade. Alter, mach doch die blöde zweite Flasche kaputt. Auf geht's! Ich suche jetzt ernsthaft nur nach dem richtigen Winkel. Volle Deckung! Das war mir schon vorher klar. Probieren wir mal hier den Haken ein bisschen zu verändern. Das Ganze vielleicht nochmal nach unten. Das sah schon besser aus. Super. Geht doch, weiter. Abrissbirne nach oben, Kiste nach unten. Selbst im Weltall muss der Müll getrennt werden. So, wir haben zwei Zahnräder. Eins mache ich mal hier hin. Eins mache ich hier hin. Und die Batterie, die den Generator betreibt. Wenn hier was drauf fällt, kommt das hier und das hier. Moment, die Bombe kommt auf jeden Fall hier hin. Wir haben noch ein Seil. So. Das dreht schon mal falsch. Das heißt, wir werden das mit dem anschließen. Da müssten ja beide eigentlich richtig rumdrehen, das so rum. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie ans Werk. Soweit stimmt die Geschichte schon mal. So, der Generator kommt hier hin. Der geht erst an, wenn das hier betätigt wurde. Aber das Gravitationsfeld wird direkt an die Batterie angeschlossen.